Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, finden wir eine interessante Aussage über unsere Identität, unsere Position und unsere Aufgabe als Kinder Gottes, die wir im Reich des Herrn haben. Dort heißt es, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter an Christi Stadt. Wir haben nicht erfasst, welche Tragweite, welche Dynamik in dieser Aussage steckt. Wir müssen uns bewusst machen, zur Zeit Jesu waren die Kommunikationswege im Altertum ja absolut eingeschränkt. Da gab es nur die Möglichkeit, mit Boten zu arbeiten oder eben Briefe zu verfassen, die teilweise Wochen oder Monate lang unterwegs waren. Botschafter waren Personen absoluten Vertrauens, häufig Freunde. Leute, die dem Herrscher, dem Cäsar oder wem auch immer ganz treu ergeben waren. Die dem System loyal gegenüber waren. Ein Botschafter war eine Person, dem der Herrscher vertraut hat. Ähnlich wie ein Gouverneur, einer, der anstelle des Herrschers irgendwie eine Provinz regiert hat. Denn es wäre ja leicht, einen Aufstand irgendwo in einer abgelegenen Provinz zu machen und gegen das Reich zu rebellieren. Und in der Tat ist das in der römischen Geschichte auch einige Male tatsächlich so passiert. Der Botschafter hatte eine Position von Autorität und Vollmacht, weil er im Namen des Herrschers quasi regiert hat. Und er hatte eine sehr hohe Verantwortung seinem König oder seinem Herrscher gegenüber. Und dieses Bild nutzt die Bibel und sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Freunde, die er voller Vertrauen ausgesandt hat, um in seinen Namen sozusagen die Regierungsgeschäfte zu tätigen. Das gilt für dich und für mich. Und wir haben diese Bedeutung nicht wirklich erfasst. Wie gewaltig das ist, welche Verantwortung das für uns ist, aber auch welches Vorrecht das ist. Es ist grandios. Botschafter an Christi Stadt. In seinem Namen, in seiner Autorität gehen wir vorwärts, bauen sein Reich und regieren. Ich finde das grandios. Ich möchte da weiter reingehen und ich lade dich ein, dich auch weiter damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Reich Gottes zu bauen durch dich. Als Teil dessen, was der Herr tun will. Der Herr hat wirklich Großes verheißen und er hat viel, viel mehr für uns alle und er hat mehr für dich.